Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Life is Strange. Wir haben uns ein T-Shirt stibitzt. Haben wir es an? Nee. Wahrscheinlich irgendwo uns umgebunden. Ach, haben wir mehrere Ketten um, deswegen. Das Geld haben wir nicht genommen aus dem Locksley-Wagen, weil ich denke, das wäre nach hinten losgegangen. Das wäre zu viel des Guten. Messer. Sweet knife. Just like the one my mom refused to get me for my birthday. Können wir es nicht rausziehen? Anscheinend nicht. Forks, ist das nicht diese Tomate, die man auch in der Schule immer gesehen hat? Glaube schon, ne? Zwielichtige Typen. Lass uns mit ihnen reden. Sketch Central. Kann ich mit ihnen reden? Mit dir? Nee. Kann ich hier... ich hänge am Stuhl. Ich kann auch keine Kippen vom Stuhl nehmen. Ein Sägeblatt. Graffiti everywhere. I think they missed a spot. Das böse Auge drehen? Was ist drehen? Ich mach drehen. Sit and spin. Much better. Oh ja. Yeah. Wir kommen auch immer hier irgendwelche Tagebucheinträge dazu. Oh, oh. Die gucken wir uns dann auf jeden Fall noch an. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Ende des Spiels besser ist oder zwischendurch. Kriegen wir dann schon irgendwie raus. 300 dock workers laid off, their pensions canceled. God, Prescott's a real tool. Die Prescott-Stiftung, geehrte Mitglieder des Hafenarbeiterverbandes von Arcadia Bay. Die Prescott-Stiftung, die vor kurzem die Arcadia Bay Marine Corporation als Teil eines Insolvenzverfahrens erstanden hat, hat beschlossen, ihre Arbeitsstelle zusammen mit den Arbeitsstellen aller 307 Mitglieder ihrer Union zu eliminieren. Außerdem liquidierte die Stiftung alle Fonds der ABMC, eingeschlossen der Rentenkasse der Hafenarbeiter, die als Zahlung gegenüber Verbindlichkeiten bewilligt wurde. Beachten Sie, dass Ihr Arbeitsvertrag es Ihnen untersagt, jegliche Firmenpraktiken oder Arbeitsweisen eingeschlossen der Details dieses Personalabbaus offenzulegen. Viel Glück, mit freundlichen Grüßen, Sean Prescott. Darf man das? Also, darf man das? Ich weiß es nicht. Sweet dreams, hombre. Tja, hier, Kollege, willst du mir nicht was zu trinken geben? Wieder um die Ecke rumkommen hier irgendwie. Der ist zu fasziniert von seinem Regal. Ich glaube, von dem kriegen wir nichts. Die zwielichtigen Typen kann ich ja nur angucken. Was ist mit euch beiden hier? Relaxtes Mädchen. How can you just chill when Firewalk is tearing it up in the next room? Tja, sie hat hier eine gute Begleitung. Wahrscheinlich liegt's daran. Was haben wir denn hier drüben noch? Warte mal, hier hinten war doch... Ah, hier sind die. Aber ich komme hier nicht durch, oder? Ach, durchboxen würde auch. There are a lot of people here. Aber bevor ich mich durchboxe, will ich erst mal hier gucken. Cold beer, free for the taking. Das ist eine Einladung. Okay, wir haben Biercounter anscheinend. Drink more, feel less. Yes, please. Okay. Könnte ich theoretisch? Nee, kann ich nicht noch eins nehmen. Ich weiß auch nicht, ob das gut ist und wir damit eine Errungenschaft freischalten, wenn wir viel trinken, oder ob es eher darin ausartet, dass wir irgendwas Dummes machen oder nicht richtig sehen können. Irgendwas. Reminds me of the way I make important life choices. Okay. Hier unten war was? Spritzen. Ew. No thanks. I try to avoid hepatitis when I can. Gibt's so eine Impfe dagegen? Gegen die Art auch? Weiß ich gerade gar nicht. Classy. Zwei Ladies, die ein bisschen... Das ist die Nebentür, aber die kann ich nicht öffnen. Die wir von außen gesehen haben. Frank? Hey! Frank Bowers? What is he doing here? Fragen wir ihn. Yo, Frank! Hey! Chloe? I know your name, you idiot. You bought pot for me every month for a year. Look at that getup, studs. You're trying too hard. What are you even doing here? I'm here to see Firewalk, man.
They rock. How'd you even hear about this little shindig? God, the internet. How else? Seriously? Fucking kids. Okay, so you holding? I could definitely use something to take the edge off. Of course. As soon as you give me the $175 you owe me. Shit. Do I really owe him that much? Unless I find some quick cash around here, I can kiss my high goodbye. How about you spot me some? You know I'm good for it. No way. I learned my lesson last time. Money first. Never mind, then. Suit yourself. Jetzt bin ich natürlich in der Versuchung, das hinten doch zu klauen, ne? She returns. So, you come here a lot, or... Yeah. Right. It's cool. I'm really glad you approve. I'll see you later. Whatever. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, die Kohle zu holen. Ich will das eigentlich nicht. Half those stairs are rotted through. Looks dicey. Okay, wir kommen hier also gar nicht hoch. Wir müssen uns durch die Menge boxen. Vorher aber die Frage, versuchen wir das mit der Kohle? Oder lassen wir das? Ich will halt nicht das mit der Kohle machen und dann fliegen wir aus dem Laden, wisst ihr? Ach, das geht schon gar nicht mehr. Alles klar. Dann war's das. Dann können wir ihm hier das nicht geben. Vielleicht auch besser so. Ich habe jetzt nur echt daran gezweifelt, weil es dort so frei rumlag. Aber ich glaube, dass es besser ist, es nicht geklaut zu haben. Aber boxen uns hier erstmal durch. Here we go. Fuck. Hey. You okay? I'm fine. Relax. You bumped into me, remember? Yep. My bad, dude. You don't know who I am, do you? Nope. Don't care, either. Hey, let me know how that works out for you, bitch. All right. Mosh pit is a no-go. Fine. Maybe I can get a better view of the action from up above. Neuer Dialog freigeschaltet. Ist das vielleicht dieser Derek, Merrick, irgendwas? Warte mal. Ist das mit dem Mädchen? Ist es das nicht? Mit dem Hund nicht? Mit dir ist das kein Dialog? Ist das automatisch mit dem Typen? Oh, warte mal, da oben der Kopf, den wollen wir uns auch angucken. Oder ist das mit Frank? She returns. Ah, hier. Did you see that guy I ran into? Acted like I was supposed to know who the hell he was. Yeah. I know him. He works for Damon. Damon Merrick? I see you've heard of him. This is his place. Damon's a friend of mine. Where do those stairs go? Up? Real helpful, Frank. I mean, will I get a better view of the band up there? How the fuck should I know? Floor above's rotted all to hell, okay? No one goes up there. Fine. I'll see you later. Whatever. Okay, wir können jetzt wahrscheinlich die Treppe hochgehen. Vorher gucken wir uns aber mal hier, Dartscheibe, können immer noch nichts machen, ne? Den Hirsch, den Reh an, das Reh. Don't you judge me, spooky deerhead. I'm here for the band. Okay, können wir den jetzt hier damit beeindrucken, dass wir wissen, wer er ist irgendwie? If I want to see the band, I'll have to find another way. Those guys are trouble. Okay, ich dachte, das funktioniert irgendwie. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal diese Treppe nochmal genauer an. Thank you.
finally made it. I can't believe it. You spilled my beer, bitch! You should be more careful. It's a rough place. I don't like your attitude. Schwierig, schwierig. Eigentlich sollten wir beleidigen, glaube ich. Ich probiere es nochmal auf die softe Variante. I'm sorry about the beer, okay? Not good enough. Wir gehen einfach. We're not done. Was? Ich habe nur noch die eine Option. Then how about I show you how unimpressed I am with limp dick assholes who get butthurt over a spilled beer? I think she's calling us out, dude. She's gonna regret every word. Every word. Oh, this is gonna be good. I'm gonna teach this little punk some manners. I'm serious. You wanna see me get angry here? Because I'm getting there. And it won't be pretty. It won't. She thinks she can take you? Wähle weise, diese Tat wird Konsequenzen haben. Wegrennen. Rachel? Come on! Hurry up! Let me go, Frank! Not gonna happen. Calm down. Come on, man! Walk away. Screw this. This is bullshit. Get the fuck out of here! Wow, das war mal eine andere Rachel. Die rockige Variante.
So viel im Zimmer hat sich gar nicht geändert. Im Vergleich zu dem, was wir aus dem ersten Teil kennen. Sometimes all I want to do is shut my eyes and tell the world to go to hell. Tagebuch. Ist das das, wo die ganze Zeit Einträge reinkamen? Daily rituals are important, even when they involve writing unread letters to friends who have forgotten you. Well, Max, die Verliererin. Ja genau, ich habe dich eine Verliererin genannt. Willst du wissen warum? Weil du gestern Nacht nicht bei Firewalk warst. Selbst Frank war da, er ist mein Dealer. Oder, Mama, falls du das liest, er ist mein Dealer und du solltest das nicht lesen. Das war die beste Nacht meines Lebens. Ich bin auf den Gleisen zur alten Sägemühle gewandert und hab dann die dummen Türsteher oder den dummen Türsteher so lang blöd angemacht, bis er mich reingelassen hat. Firewalk war abgefahren. Wer hätte gedacht, dass solche Konzerte in einem Café Arcadia Bay stattfinden? Scheiß auf Seattle. Außerdem hätte ich fast einen aufs Maul bekommen. Nichts Besonderes, aber da waren diese zwei widerwärtigen Arschlöcher, oh Gott, deren Eier ich zerquetscht habe. Ja, genau, das hast du. Oh ja, und ich wurde von dem beliebtesten Mädchen der Schule gerettet. Wie war deine Nacht, Verliererin? Firework plus Chloe ist gleich größer als Max. Da steht Seite 4 von 4. Heißt das? Okay. Was ist das? Du weißt, dass ich nie... Warte mal, wir fangen mal von vorne an am besten, bei Seite 1. 5.3.2010. Liebe Max, Papa hat mir das hier gekauft, als ich mich beschwerte, dass ich eine E-Mail verschicken wollte und das Internet nicht funktionierte. Und heute dachte ich, hey, vielleicht wird es Zeit, dass ich Max schreibe. Das Komische ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil wir seit 3 Monaten nicht miteinander gesprochen haben. Trotz all meiner Anrufe, Nachrichten und... Nicht, dass ich deswegen sauer wäre oder so. Scheiße, das werde ich doch nie abschicken, oder? Chloe, die Entfremdete. Schreib deine Gedanken in mir nieder. Okay. Max, das hier ist schon besser. Hier kann ich dir schreiben, ohne dass ich mich fragen oder sorgen muss, ob du mir je antworten wirst. Vielleicht, wenn du eines Tages zurückkommst und dich dafür entschuldigst, mich komplett vergessen zu haben und wir uns wieder vertragen. Vielleicht zeige ich dir das hier dann und wir können es lesen und darüber lachen. Oder vielleicht beschließe ich, dass Tagebuch Max viel cooler als die echte ist und du lebst eben für immer hier drin als meine imaginäre, frühere, derzeitige beste Brieffreundin. Die Zeit wird das zeigen, Chloe, die Tagebuchchefin. Warum kann ich denn nicht in die Richtung? Okay. Bist du bereit? Mama hat einen Trip für nächsten Sommer vorgeschlagen und ich dachte, cool. Aber dann fängt sie davon an, dass David dabei sein wird. Ja, dieser David, der möchte gern Sergeant, der sich auf meine Mutter gestürzt hat und an ihr klebt wie ein übler Pickel. David, der Schnurrbartschrecken vom Planeten Scheißer. Dieser beschissene David. Jedenfalls merkte ich höflich an, dass es vielleicht zu früh ist, um anzunehmen, dass David dann noch hier ist. Okay. Oder noch atmet. Shit happens. Wie du dir vorstellen kannst, kam das nicht gut an. Mal im Ernst, wenn der Kerl in 3 Monaten noch hier ist, hat sie echte Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl und ich echte Pläne für eine Selbstverbrennung. Schlag nach, Nerd. Sie verdient was Besseres, mehr wollte ich damit nicht sagen. Aber sie wollte es nicht hören, als sei ich das Arschloch hier. Chloe, das Arschloch. Schöne Zeichnung. Du weißt, dass ich nicht mehr oft zur Schule gehe. So... Entschuldigung, mein Timer. So wie du nicht mehr oft mit mir sprichst. Lustige Geschichte, mir fiel keine Ausrede ein. Also habe ich es gelassen. Ich tauchte einfach nicht auf. Und es war okay. Niemand hat irgendwas zu mir gesagt. Verrückt, oder? Es ist, als sei ich auf einmal unbesiegbar. Vielleicht ist das der Vorteil daran, das Mädchen mit dem toten Vater zu sein. Keiner weiß, was mit mir zu tun ist. Also sind alle erleichtert, wenn ich zu Hause bleibe. Hätte ich das doch bloß eher rausgefunden. Denk nur an all die verschwendete Schulzeit. P.S. Ich habe an... Pris? Heißt es Pris aus Blade Runner? Ich habe Blade Runner nie gesehen, gedacht, als ich mir das letzte Mal die Perle geputzt habe. Meint sie das, was ich denke, was sie meint? Anfangs dachte ich an Deckard und wie hieß er erst... Was? Und wie hieß er? Ist? Ach, wie heiß, Entschuldigung. Anfangs dachte ich an Deckard und wie heiß er ist, aber dann hat Pris ihm die Show gestohlen. Egal, bedeutet vermutlich nichts. Ich glaube, ich will bloß ihren Pony. Okay, Chloe, das Elektroschaf.
Okay. Und die Seite 4. Wie kann ich die Tabs weitermachen? Hier so. Ah, okay. Was ist hier? Die Episoden dann. Und Bilder. Habe ich schon eins verpasst, leider? Werden wir ja sehen. Okay, Chloe. Mein Name ist Chloe Price, aber nenn mich Fuck You wahrscheinlich. Ich bin eine Insassin der Blackwood Academy, die derzeit eine 4-jährige Strafe für Verbrechen gegen die Mutterschaft absitzt. Das wäre dann meine Mutter Joyce, die unendlich enttäuscht von mir zu sein scheint. Das verstehe ich sogar. Ich bin niemandens Vorstellung der perfekten Tochter oder Schülerin oder irgendwas anderem. Aber wer will schon perfekt sein? Ich bin den ganzen Tag von sogenannter Perfektion umgeben und es ist scheiße. Andere Dinge, die scheiße sind, Mamas neuer Militärfuzzi-Freund David. Wie schwer es ist, hier Hasch zu kaufen, keine Freunde zu haben. Heuchler, Country-Musik, Leute, die relaxen, sagen, dass Papa tot ist. Es ist 2 Jahre her, dass er beim Autounfall starb und ich denke immer noch die ganze Zeit an ihn. Ich habe sogar diese seltsamen lebensechten Träume. Manchmal glaube ich, er versucht mir etwas zu sagen. Dann erinnere ich mich, dass er in einer Grube die Würmer füttert und alles andere ist nur ein Märchen, durch das es mir besser gehen soll. Wenigstens habe ich 2 Waffen, die mir beim Überleben in dieser beschissenen Stadt helfen. Der Stift, mit dem ich absolut alles anmalen kann, was ich will, und meine strahlende Persönlichkeit. Wenn ich dran arbeite, kann ich den Ort hier vielleicht etwas weniger perfekt zurücklassen, als ich ihn vorgefunden habe. Okay. Max Caulfield, verschollene ehemalige beste Freundin. Dieses künstlerische Miststück liebt die Fotografie mehr als das Leben selbst und ganz sicher mehr als mich. Sie benutzt sogar alte Sofortbildkameras. Es ist vermutlich nicht gesund, wenn jemand so sehr in der Vergangenheit feststeckt. Aber wer bin ich, anderen Leuten zu sagen, wie sie ihr Leben leben sollen? Als Kinder verkleideten wir uns als Piraten, aßen Eiscreme und schrieben und zeichneten diese dummen Comics, in denen wir Superkräfte hatten und Leute retteten und so. Oh, da unten. Super Kitty is strapped. Miau. Dann starb Papa und ihr Vater nahm einen Job im Norden an und sie zog nach Seattle. Das war vermutlich die Zeit, in der ich sie am meisten brauchte und sie ließ mich im Stich. Oh. Danke, Max, dass du mir beigebracht hast, dass ich mich auf niemanden verlassen kann, im Ernst. Lektion gelernt. Das Schlimmste ist, obwohl wir seit Monaten nicht geredet haben, obwohl sie meine Nachrichten so regelmäßig ignoriert, dass ich aufgegeben habe, obwohl ich tief im Inneren weiß, dass ich ihr egal bin und dass sie vermutlich neue Freunde im verschissenen Seattle hat, vermisse ich sie trotzdem. Wenn sie morgen zurückkäme und sagte, hey Chloe, wollen wir uns als Piraten verkleiden und Unsinn anstellen, dann würde ich sie sofort zurücknehmen. Sofort. Wenn ich für jeden abgewichsten Vertrauenslehrer oder Therapeuten, der mich in den letzten Jahren dazu bringen wollte, über Papa zu schreiben, etwas Gras hätte, müsste ich nie wieder was von Frank kaufen. What's the matter? Don't you want to write your dear old dad? Wow. Die glauben, es hilft mir, mit meinen Gefühlen umzugehen oder so. Als ob ein paar Absätze darüber, wie toll Papa war, mir helfen würden, zu vergessen, dass seine Eingeweide wahrscheinlich immer noch an der Unterseite eines Trucks kleben. Und was soll ich verflucht nochmal eigentlich schreiben? Dass er der perfekte Vater war, der immer lustig und nie wütend war? Dass er mich wie eine Gleichgestellte behandelte? Dass er stets daran gearbeitet hat, unser Leben zu verbessern? Dass er mich immer zum Lachen bringen konnte, auch wenn ich ein Miststück war? Dass er in der Dusche gesungen hat und Heuchlerei hasste? Und dass sein Grill immer noch im Garten vor sich hin rostet, weil der Gedanke, ihn entweder wegzuwerfen oder ihn jemals wieder zu benutzen, zu schmerzhaft ist und es für Mama und mich einfach ist, so zu tun, als merkten wir es nicht? Wenn das mit den Gefühlen umgehen ist, dann kann es mich mal. Trotz aller Mühe, die Mama sich gibt, hasse ich sie nicht. Ich weiß, es ist hart seit Papas Tod. Das Geld ist knapp. Ihr Job als Kellnerin im Diner ist nicht gerade glamourös. Und mir liegt nicht viel daran, zur Schule zu gehen. Aber warum muss sie es uns beiden so viel schwerer machen? Sie tut so, als sei es ein persönlicher Angriff auf sie, wenn ich kiffe oder die Schule schwänze. Sie sollte sich freuen, dass ich mir selbst Medizin verabreiche, statt auf alle loszugehen. Sie war nie so, als Papa noch hier war. Sie konnte tatsächlich cool sein. Aber vor kurzem hat sie ein haariges Monster ins Haus gelassen, das alles ruiniert. David Madsen, ein arbeitsloser, hirnloser und schwanzloser Scheißer, der auf alles steht, was mit Militär zu tun hat und mir versprach, mich gerade zu biegen. Arschloch.
Ich habe versucht, diese Bedenken gegenüber Mama zum Ausdruck zu bringen, doch mit jeder Woche scheint sich der Virus in einem weiteren Winkel ihres Lebens auszubreiten. Ich beginne mir Sorgen zu machen, dass die David-Pest die Sorte Krankheit ist, die ihren Wirten umbringt. Für einen Drogendealer ist Frank Bowers echt entspannt. Er tut gern so, als sei er ein harter Kerl und ich bezweifle nicht, dass er über die Jahre ein paar krasse Dinge getan hat. Aber er kommt mir eher wie ein Straßenköter vor. Je härter er sich gibt, desto niedlicher finde ich ihn. Ich kaufe seit knapp einem Jahr Gras von Frank. Ich habe so gut wie nie Geld dabei. Und er sagte mir immer, das ist das verfluchte letzte Mal, Chloe. Ich bin nicht dein beschissener Kumpel. Und dann gibt er mir trotzdem was. Wie gesagt, der Typ ist niedlich. Natürlich kann es sein, dass Frank nicht mehr so kuschelig ist, wenn man sich richtig mit ihm anlegt. Ich habe gehört, Frank hängt mit Kerlen rum, die wesentlich finsterere Dinge abziehen, als Schüler mit Drogen zu versorgen. Es ist schwer, sich vorzustellen, wie Frank in richtig üble Sachen hineingezogen wird, aber man weiß nie. Für den Moment hoffe ich einfach weiter, dass Franks Erinnerung dafür, wer ihm das Geld schuldet, noch schlechter ist als sein Talent für Einschüchterung. Okay. Liebe Leute, dann würde ich sagen, an der Stelle habe ich die Folge hart überzogen, damit ich das alles lesen kann. Und wir machen eine kleine Aufnahmepause und legen beim nächsten Mal wieder los, wenn es heißt Let's Play Life is Strange Before the Storm. Bis dann. Tschüss.